Mit 23 Jahren begann die Schallplattenkarriere von dem US-Amerikaner Pat Boone, meine Freunde nah und fern im In- und Ausland. Das war 1955. Das Cover von Love Letters in the Sand wurde Juli ein großer Hit, der 5 Wochen lang auf Platz 1 der Billboard Top 100 stand und insgesamt 34 Mal in den Charts vertreten war. Ja, Boone übernahm sogar das Pfeifen im instrumentalen Teil dieses Liedes. Ihr werdet gleich hören, dass ich mir überlegt habe, den kompletten Teil auch zu pfeifen, das heißt den kompletten Teil zu pfeifen. Da mir das aber zu anstrengend ist, übergebe ich diesen Part einfach an mein Keyboard. Pfeift doch einfach mit. Nachgesagt, dass seine Stimme ähnlich klinge wie die von Bing Crosby. Wegen der Apartheid lehnte Pat Boone zunächst eine Konzerttournee nach Südafrika ab. Erst als die Regierung ihm zustimmte, dass Menschen aller Hautfarbe seine Konzerte besuchen dürften, besuchen können, da sagte er zu. Ich freue mich über euren Besuch. Und bis zum nächsten Mal, da wünsche ich euch was.